Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen, auf dem Hof meiner Eltern. Ja, da entwickelt man schon ein besonderes Verhältnis zur Natur und ihren wertvollen Ressourcen. Ja, wann immer möglich, fahre ich zum Beispiel Fahrrad. Als ich früher an den gelben Löwenzahnwiesen entlang fuhr, hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal damit beruflich befasse. Ich forsche an Alternativen für die Herstellung von Naturkautschuk. Der wird ja überwiegend aus dem Kautschukbaum Hevea brasiliensis in Südostasien gewonnen. Aufgrund der steigenden Nachfrage sollen ja bereits 2020 die Hevea-Anbauflächen ausgeschöpft sein, obwohl immer mehr Regenwälder dafür gerodet werden. Schadpilze verschärfen die Situation zusätzlich. Im russischen Löwenzahn fanden die Forscher des Fraunhofer Instituts für Molekularbiologie und angewandte Ökologie IME am Standort Münster eine Alternative zum Kautschukbaum. Dies könnte die weltweite Produktion von Gummi revolutionieren. Naturkautschuk reichert sich vor allem in der Wurzel des Löwenzahns an. Doch so, wie dieser als Wildkraut in der Natur vorkommt, ist er nicht für die industrielle Nutzung geeignet. Wir mussten deshalb herausfinden, welche Gene im russischen Löwenzahn für die Produktion von Naturkautschuk verantwortlich sind. Da wir die Gene bereits frühzeitig in der DNA des Keimstadiums der Pflanzen identifizieren konnten, war es für uns möglich, darauf zu selektieren und so auf natürliche Art und Weise optimierte Pflanzen zu züchten. Wir haben den Kautschukgehalt bereits mehr als verdoppelt und das ohne gentechnische Eingriffe. Russischer Löwenzahn ist anspruchslos und kann in unseren Klimazonen auf Böden kultiviert werden, die für die Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln nicht oder nur begrenzt geeignet sind. Der Anbau hierzulande würde die Abhängigkeit von Importen verringern. Zudem entwickelten die Forscher des Fraunhofer IME ein umweltfreundliches Extraktionsverfahren. Die Wurzeln werden gemahlen. Anschließend braucht es nur Wasser, um den Rohstoff von den übrigen Stoffen zu trennen. Naturkautschuk ist die Quelle von ca. 40.000 Produkten des täglichen Lebens. Die wichtigste Anwendung, nämlich etwa 80%, ist die Herstellung von Autoreifen. Wir können die Pflanzen zwar ständig durch unsere Züchtung verbessern, aber um den daraus gewonnenen Naturkautschuk nach industriellen Kriterien zu prüfen, arbeiten wir seit einigen Jahren mit der Firma Continental zusammen. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt wurden Testreifen auf Löwenzahnbasis hergestellt und nach strengen Kriterien geprüft. Die bisherigen Reifenprüfungen haben gezeigt, dass die Reifen aus Löwenzahn-Naturkautschuk gleiche Eigenschaften haben wie aus üblichem Naturkautschuk. Wir würden da auch als Reifenexperten keine Kompromisse bei der Performance eingehen. Die Nachfrage nach Naturkautschuk steigt pro Jahr um 3%. Wenn wir dazu beitragen können, einen Anteil dieses Bedarfs hierzulande auf umweltschonende Weise zu decken, dann hat sich unsere Arbeit gelohnt.